Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Smash Remix. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns nochmal ein paar Änderungen aus der Version 1.5.0 an. Und eine Änderung, die hier unter anderem aufgeführt worden ist, ist, dass hier Race to the Finish hier Bonus 3 zugefügt wurde. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Mode Normal oder Remix? Machen wir mal Remix. Ich bin mal auf Remix gespannt. Und das machen wir mit jemandem, dem die ganzen heißen Plattformen unmöglich etwas ausmachen können. Nicht dem Luigi. Metal Luigi, wenn es sein muss. Wenn's so. Genau, das ist ja. Jetzt habe ich hier Gegner, das war ich vorher noch nicht. Ich bin irgendwie. Bin ich im Remix One Player Mode überhaupt so wirklich drauf eingegangen? Ich habe jetzt hier einfach Gegner, das ist voll witzig. Au! Aber das ist nach wie vor. Aber hier, guck mal, Luigi kommt durch. Ebisumaru hat Probleme gehabt. Aber Luigi kommt durch. Okay, gut. Aber Vorsicht, Luigi, du gewinnst nicht, indem du absolutely nothing machst. Es ist ja auch Metall, Luigi, ne? Da musst du ja schon. Nicht mehr viel mit dem eigentlichen Luigi gemein. Und 200% Schaden. Schon jetzt. Wow! Ey, danke. Danke, König DDD. Das hat mir echt geholfen. A new record! Ja. Und was für ein toller. Kriegen wir das nochmal schneller hin? Nehmen wir nochmal Banjo und Kazooie. Oder Best Time 60. Was? 60 Minuten? Da haben sie alle. Okay, gut. Machen wir mal Polygon-Banjo. Polygon-Banjo und Kazooie. So, jetzt ist es hier richtig, das. Oh, cool, die sind jetzt rot. Das ist ja großartig. Polygon, Banjo und Kazooie, das hat natürlich was. Ah! Ah! Das ist aber echt. Das hier wage ich überhaupt nicht. Das ist so übel. Ah. Wieso geht's denn jetzt nicht weiter? Eben hab ich so auch geschafft. Hey! Eben konnte ich doch noch eine Attacke machen. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Ah! Scheiße! Nein! Ja, jetzt aber. Oh Gott. Wow. Aber hey, je mehr Schaden ich nehme, desto schneller werde ich wegkatapultiert. Aber jetzt natürlich werde ich Luigis Rekord nicht mehr schlagen können. Trotzdem ist das voll witzig. Ja. Hey, rennen. Danke. Oh Gott. Kriegen wir das nochmal irgendwie besser hin? Wer wäre denn richtig schnell? Man sagt, er wäre schnell. Ja, wisst ihr, wen ich richtig cool fand, als ich ihn gesehen habe beim kämpfenden Polygon-Team? Hier. König DDD, Poly DDD. Es hat mich so ein bisschen an den Grim Reaper erinnert. Ich weiß auch nicht. So ein dicker Sensenmann einfach. Weiß auch nicht. Ah! Shit! Und jetzt kann ich wieder nichts machen. Ah! Wow. Ich mash jetzt einfach mal alle Tasten, dann habe ich eine andere Wahl. Das ist echt unglaublich. Versuche echt mein Bestes, um da durchzukommen. Aber das ist gar nicht so einfach. Da brauchst du noch einiges an Übung.
Komm, TDD, schnell! Er ist immerhin der Erste, der es unter einer Minute geschafft hat. Polygon, DDD. Na schön. Gut, aber ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar Stages, die wir uns anschauen sollten, denn es wurden neue hinzugefügt. Also gehen wir einfach nochmal in den Versus Mode. Machen wir mal. Machen wir auch ganz normal, regulär. Freestock. Und gehen nochmal auf Metal Luigi. Metal Luigi. Aber gegen wen? Link. Ja, nicht unbedingt. Morph. Komm, ich weiß, gegen wen wir kämpfen. Aber nicht irgendein Mario. Jetzt wird's richtig interessant. Und wir machen das Ganze auf Level 7. So, aber wie gesagt, eine neue Stage. Hier, Scuttletown. Scuttletown ist zum Beispiel neu. Das gucken wir uns mal an. Aus Shantae. Großartig. So. Schön, dass sogar Shantae irgendwie vorkommt. Ja. Ha! Special Green Cat. Okay. Ha! Da guckst du, Mario, ha? Ey, das kann ich auch. Ich kann's nicht. Ey. Alter! Wieso jetzt habe ich dich hier? Tja, wer ist wer? Hier kommt so schnell durcheinander. Alter, der rollt sich ja nur rum. So kann ich das auch. Wieso haben wir hier ein Zeitlimit? Wieso haben wir ein Zeitlimit, ey? Na, warte, komm her. Ha! Alter! Nimm dies! Das könnte ein bisschen dauern. Oh, shit. Oder auch nicht? Ja, feuert mich an. So gehört sich das. Luigi! Luigi! Metall-Luigi, oh Gott. Ah, er gewinnt die Oberhand. Nein, scheiße. Ich kann gerade nichts machen. So, jetzt aber. Komm. Ja, das hast du davon, Bruderherz. Heia. Feier. Die Physik von diesen Metallkämpfern. Übel, wenn du da runterfällst, ist es so gut wie vorbei. Oh, jetzt aber. Oh. Das ist echt unglaublich. Boah. Ja, Level 7 ist schon noch ein bisschen zu hart wahrscheinlich für mich. Boah, jetzt wieder. Und jetzt tortet der mich auch noch, der. Ich habe zu lange in deinem Schatten gestanden, Mario. Jetzt ist Schluss. So. Jetzt ist Schluss, Mario. So, nochmal. Ey, der ist da echt rausgekommen. Aber jetzt. Das war's. So. Alles oder nichts. Mittlerweile ist es nochmal dunkel geworden. Der Kampf geht nun schon über mehrere Tage. Kein Wunder. Sie sind aus Metall. Sie halten eine Menge aus. Aber jetzt bin ich ordentlich im Hintertreffen. Scheiße. Oh, das ist scheiße. Ich hab verloren.
Okay, der hat mich echt besiegt. Naja, gut, ist halt so. Ja, ich habe noch viel zu lernen. Luigi konnte nicht aus dem Schatten seines Bruders heraustreten. Aber so ist es eben manchmal. Dann muss er sich eben andere Gegner suchen. Lucas zum Beispiel. Gehen wir nochmal auf Ebisumaru. Und hier, den anderen da. Nee, der nicht Ebisumaru ist. Genau. Und dann, nicht Captain Falcon. Genau. Und machen wir sie alle mal auf Level 5. Ich glaube, das ist ein angemessener Schwierigkeitsgrad für mich. Freestock, Final Destination. Nee, wir machen mal One-Stock. Wir kürzen das Ganze mal ein bisschen ab. Und gehen auf... Big Boo's Hound. Seht ihr? Es gab doch Luigi in Mario 64. Das ist der Beweis. Heia! Ah! Oh, Level 5 ist ein anderes Lebensgefühl, aber trotzdem ist es natürlich sehr chaotisch jetzt hier mit 4 Kämpfern. Ah! Nein! Nein! Ah. Oh, das war knapp! Ha! Ah, das war jetzt nicht so knapp. Ich fliege raus und da bin ich weg. Und ich bin sogar der Erste, der rausfliegt. Und? Hat Banjo es schon geschafft? Nee, Ebisumaru hält sich. Der wahre Held in diesem Let's Play irgendwie, von wegen Banjo. Ebisumaru ist der wichtigste Charakter. Nein, oder auch nicht. Banjo hat gewonnen. Krass. So, jetzt müssen wir aber nochmal einen Kampf gewinnen, oder? Und zwar mit Metal Luigi. Da lasse ich mich nicht lumpen. Es muss Metal Luigi sein. Wir machen das jetzt mal anders. One Stock lassen wir mal. Aber Damage machen wir jetzt mal auf 50%. Wir gehen jetzt mal aufs Ganze und machen einen ausgedehnten Kampf. One Stock. Genau. Aber nur gegen einen Gegner. Und zwar möchte ich nochmal gegen den Grim Reaper ran. Nicht Wolf, der ist kein Grim Reaper. So, und wir gehen nochmal auf Level 7. Ich kann es schaffen. Ich weiß es. So. Eine neue Stage. Also diese Poke-Floats, das hatten wir das hier mit Shiggy. Aber eine Stage ist noch neu, nämlich Dinosaur Land Spawn 4. Poke-Floats und Big Snowman haben wir uns dann angeguckt. Aber wir gucken uns auf jeden Fall noch Dinosaur Land und Spawn 4 an. Wir starten mit Dinosaur Land. So. Mal gucken. Das ist natürlich jetzt, es ist ein schwerer Gegner und er nimmt weniger Schaden. Aber das ist wenigstens eine Stage, auf der ich vielleicht auch mal ein bisschen Platz habe, weil hier wird es echt schwer, sich zu retten. Das ist ja, das hat mich ja gerade schon den Sieg gekostet, weil ich mich mit Metal Luigi natürlich nur sehr schwer retten kann. Gucken wir mal, wie das läuft hier. Ja, der Grim Reaper, der Sensenpinguin. Ich finde, das sieht so... Es könnte auch eine Axt sein. Eigentlich könnte es eher eine Axt sein. Aber ich finde, für mich ist das jetzt Sensenmann für dich, TTT. Aber, oh, der macht mich gerade ganz schön fertig hier. Wieso heilen die eigentlich so übel aus? Zeit, dass ich ein bisschen aufhole. Yeah! Ist zumindest jetzt teilweise geglückt, aber jetzt ist es schon wieder vorbei. Der ist ein Hammer, ey. Der macht so viel Schaden, das ist Wahnsinn. Ich meine natürlich seine Sense. Ja. Nein! Boah! Seht ihr, das meine ich, das geht so schnell. Man muss so schnell reagieren, weil man sich dann kaum noch retten kann. Metal Luigi ist schon ein bisschen Handicap auf jeden Fall. Mit dem musst du gut umgehen können. Aber er macht coole Geräusche beim Laufen. Das ist die Hauptsache. So, komm her.
Ein ausgedehnter Kampf mit weit über 100% Schaden, aber bei dem 50er Damage, den ich eingestellt habe, macht das halt noch nicht so viel aus. Und jetzt! Ah. Komm her. Ich gehe lieber auf die Seite. Oho. Okay, allmählich fliegen sie dann auch mal ein bisschen rum. So, das ist meine Chance. Ja! Hat geklappt. Du machst jetzt wieder bestimmt Hammergeschlag. So, Hammergeschlag. Ja! Egal, wir haben beide 222% Schaden. Das ist voll witzig. Komm her jetzt. So, weg mit dir. Immer noch nicht genug. Aber ich habe schön wieder aufgeholt. Das muss man dir auch bei mir mal einfach mal lassen. Selbst wenn das jetzt auch noch schief gehen sollte, habe ich schön aufgeholt. Yep. Ich muss für diesen einen Treffer landen irgendwie, der jetzt weghaut. Ja. Vielleicht Wirbelattacke oder so. Ah! Ja! Wir haben's! Wir haben's! Boah! Der war hart erkämpft, dieser Sieg. Aber endlich haben wir's. Endlich hat Metal Luigi sein Erfolgserlebnis. Boah. Sensationell. Gut, aber zwei Stages müssen wir uns noch angucken. Also, lassen wir es zwei Freunde ausfechten. Genau. Gegen Polygoemon. Nein. Blauer Goemon. Bleiben wir mal auf. Ja, bleiben wir auf Level 7. Komm. Probieren wir es nochmal. Ah, beziehungsweise halt. Halt. Wir machen auf 100% wieder. So. Aber 101%. Und gehen auf die nächste Stage, die wir uns ansehen wollen. Die letzte. Genau, weil das andere hatten wir. Also, wie gesagt, Scuttle Town war neu. Big Boo Sound, Dinosaur Land, das hatten wir jetzt. Spawn 4 und Pokefloats haben wir uns aber auch angeguckt. Und Big Snowman war auch neu. Das heißt, ach stimmt, Spawn 4 hatten wir auch schon. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich sogar alle durch. Dann komm, dann fechten wir es in Edo Town aus. Komm, dann machen wir es nochmal so. Stimmt, wir haben es uns sogar alle dann angeguckt. Ja. Falsche Richtung. So. Goemon. Gegen Ebisumaru. Das fühlt sich gut an, sich wieder ein bisschen freier bewegen zu können. Das war mit Metal Luigi nicht so einfach. Ja. Da fliege ich auf meiner Überschallwolke. Goemon ist einfach Son Goku. Es ist einfach so. Ich meine, er kann auch zum Super Saiyajin werden. Heya! Na, was machst du jetzt? Du rettest dich, was auch sonst. Aber ich hau dich wieder weg. Du rettest dich, was auch sonst. Aber ich hau dich wieder weg. Oh, shit! Aber ich hab zum Glück das. Wow! Oh, was? Da hätte ich jetzt gedacht, dass ich ihn krieg. Oh, was? Hat der jetzt aufgeholt, ey? Ich glaub's ja nicht. Auf einmal. Dabei habe ich das dominiert, ey. Goemon? Bitte rollen, ja. Oh, Alter. Oh, Gott. Da kann ich übrigens auch. Warte mal. Shit, ey. Auf einmal kämpft er mit 2% besser. Was ist jetzt los? Weg mit dir! Spannender Kampf. Gut, Leute, das soll es dann für den Moment erstmal gewesen sein. Ich würde mal sagen, es geht demnächst ja noch mit Blastcore weiter. Da müssen wir auf jeden Fall noch einiges machen.
Aber mal schauen, ob ich Smash Remix technisch vielleicht auch noch was für euch habe. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.